Morgen, Tag 2 in Schweden. Heute darf der Golf R beweisen, was er so kann. Und ich bin vor allem sehr gespannt auf das Feedback der Teilnehmer. Und dann schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. So, wir sind hier jetzt ganz im Norden von Schweden. Hier werden sehr viele Wintertests gemacht, weil hier unter optimalen Bedingungen getestet werden kann, die Fahrzeuge optimal abgestimmt werden können auf diese Winterherausforderung. Wenn wir über Skandinavien sprechen, dann sprechen wir im Wesentlichen über Schweden, Norwegen und Finnland. Für einzelne Modelle hat es natürlich eine überragende Bedeutung. Der Touareg RE Hybrid zum Beispiel, wir haben allein im letzten Jahr über 500 ausgeliefert hier in Schweden. Insofern kommt das Fahrzeug gerade hier hervorragend an und es freut uns natürlich. Wir sind ja hier bei der Driving Experience Pro, also jetzt echt gute Fahrer mit dabei, deutlich besser auch als ich, würde ich sagen. Die geben sich hier mit dem Golf R echt die Herausforderung, auch hier mit der Stoppuhr möglichst schnell um die Kurven zu fahren. Und macht Spaß, denen zuzuschauen, ja, wie die sich hier battlen. 4 Sekunden rausgeholt. 5,99, das ist mein Ziel. Und das werde ich schaffen. Mit denen heute Abend wieder in Austausch zu gehen und sagen, wie sie so den Tag empfunden haben, da freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, richtig cool. 7. Platz jetzt. Ganz happy. Mega. Das Feeling hier bei uns auf dem Eis, mit dem Auto, die Erfahrung, die gesammelt wird, das nimmst du mit nach Hause und das vergisst du so schnell nicht mehr. So, jetzt kommt mein persönliches Highlight. Eine Fahrt mit einem echten Profi und das bei Nacht. Ronny, hast du noch ein Plätzchen frei? So. Mega, der schiebt richtig. Wahnsinn. Echt cool. Da kriegst du das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht die nächsten 2 Wochen. Ey. Das Wochenende von Volkswagen R und der Driving Experience neigt sich dem Ende zu. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und habe unheimlich viel gelernt. Habe sehr viele Impulse aufgenommen durch die Gespräche mit den Kunden, sodass ich in den nächsten Tagen und Wochen viel zu tun habe, um auch mit dem Team zu sprechen, um die Dinge dann vielleicht noch einen Ticken besser zu machen. Es war rundum gelungen hier, das Ereignis in Schweden. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Volkswagen.